Herzlich willkommen, Freunde! Wir sind heute in einem aggressiven Nahkampfzustand mit Monagoras, Karadonis, Metagross, Sengo und Entei. Lamus als alternativen Tank einfach mal so draufgepackt und unser Gegner tut's uns fast gleich, wären die Nidoking nicht speziell attraktiver quasi als andersrum. Okay, so, jetzt sollten wir uns überlegen, wie wir hier vorgehen. Karadonis würde nur funktionieren, wenn wir... Despotan nicht als Gegner bekommen. Ich bin persönlich ein bisschen zwiegespalten, was meinen Gegner angeht. Ich weiß nicht, wie er hier, oder beziehungsweise wir können seine Offensiven countern, er kann aber uns auch gleichzeitig auch sehr gut die Schranken weisen. Ich will es mal mit Sengo versuchen. Sengo, glaube ich, war eine Leihgabe. Muss aber nicht mehr... Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, Karadonis würde ich auch sehr gerne spielen. Metagross bietet sich hier halt extrem gut eigentlich an. Das werde ich nicht drauf verzichten wollen. Und Monagoras einfach, weil wir es können. So. Theoretisch könnten wir unseren Gegner relativ gut zerfetzen. Das einzige Pokémon, was mir hier so im Großen und Ganzen so ein in Hinterköpfchen halt bammelt, ist es Mikyu und leicht, muss man sagen, leicht das Dragoran. Kommt halt drauf an, wie wir das Matchup gestalten. Also, wir haben Sengo hier am Start. Okay, ich habe jetzt nicht mit Kangama als Lead gerechnet, aber gut. Kangama ist natürlich eine Wucht. Ich weiß nicht, ob ein Nahkampf ausreicht. Vor allem, ich vermisse hier momentan den Schutzschild-Move. Damit wir erstmal unseren Giftwahn kriegen können. Na gut. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Einfach mal hier nochmal kurz gucken. Kann ich das Giftwahn einblenden lassen? So. Also Giftwahn, wie ihr seht, erhöht die physische Stärke unserer Attacken quasi, wenn wir vergiftet sind. Aber mir fehlt hier gerade, ehrlich, eine Attacke. Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass er jetzt erstmal Mogelhieb macht, was für ein Kangama nicht untypisch wäre. Und dann können wir immer noch in den Nahkampf gehen. Es könnte natürlich auch sein, dass er direkt in den Steigerungshieb geht. Nein, er ruft seinen Kangama sogar zurück. Er schickt Dragoran rein. Oh, das ist jetzt blöd, dass wir Nahkampf gesetzt haben. Dadurch ist Dragoran in der Lage, uns im nächsten Zug mit einem Toro-Tempo zu belasten. Es hat auf jeden Fall keine... Gott, wie heißt das? Kein Schwächenschutz. Das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, ich vermisse immer noch den Schutzschild. Gut, wir können jetzt in die Fassade gehen. Wir haben Step, wir hätten das. Das Einzige, was uns jetzt gefährlich wird, ist der Toro-Tempo. Wenn ja wahrscheinlich... nicht nutzt. Lass mich raten. Okay, ich hätte jetzt... Ja, okay, man kann... Normalerweise spielt kein... Blöd gesagt, keiner mit Dragoran mit Schutzschild. Aber das könnte auch natürlich ein Multischuppen-Ruheort-Dragoran sein. Was halt nur darauf aus ist, seine Multischuppe zu nutzen und mit Gift zu agieren. Ist natürlich auch eine... gut funktionierende Taktik. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch, was diese Konstellation angeht. So, die Fassade wird jetzt nicht gerade viel Schaden machen, weil... Okay, never mind. Na gut. Er ist jetzt im Rampage. Wartet mal, er hat... Ich muss jetzt gerade mal überfliegen, was hat er? Er ist jetzt im Rampage. Im Wutanfall. Ich könnte Monagoras reinschicken und ihn one-hitten. Dann könnte er aber mit Mikyu agieren, wenn er es dabei hat. Und uns dann Probleme machen. Deswegen sag ich, ich schicke jetzt Metagross rein. Booste mich. Und danach greife ich an. Dann haben wir nämlich einen Speed-Vorteil.
Wir gehen ins Mega, weil wir müssen unsere Defensive ein wenig aufpolieren. Und dann schlagen wir in dem nächsten Zug zu. Sollte ja dem Punkt kein Problem sein. Aber ich check momentan das Drago nicht. Bin ich mal ganz ehrlich. Eigentlich hätte ich gedacht, er ist jetzt ein defensiveres Dragoran, was jetzt hier mit anderen Moves uns entgegenkommt, als das, was er jetzt gerade getan hat. Aber scheinbar habe ich mich geirrt. Also, ich muss jetzt mal ganz kurz auf die aktuellen Werte von Metagross gucken, weil dieses Metagross ist jetzt nicht das, was für Mega ausgelegt war. Deswegen einfach mal kurz spicken. Ja, die Initiative kann sich sehen lassen. Mit Steinpolitur sollten wir da eigentlich jedes Pokémon relativ gut outspeeden können. Ja, das sollte eigentlich passen, so Pi mal Daumen. Okay, wir greifen. Und was greifen wir an? Mit dem Eishieb. Wir bleiben beim Eishieb oder wir machen den Eishieb. Ich wollte fragen, eigentlich müsste doch jetzt so ein Schutzschild gehen. Aber das tut er nicht. Die Frage ist halt, mit wem kommst du jetzt an? Wenn das Kangama das Kangama ist mit Tiefschlag, könnte uns natürlich das jetzt auch Probleme machen. Mindestens das ist mit Tiefschlag. Kangama wird gerne mit Mogelhieb gespielt, Steigerungshieb beispielsweise, Tiefschlag natürlich auch. Und manchmal dann auch noch Erdbeben dazu. Und er scheint sich der Sache sehr sicher zu sein. Es könnte gut durchaus sein, dass er jetzt einen Tiefschlag-Kangama hat. Da ist halt jetzt die Frage, was hat er als letztes? Und hat er wirklich einen Tiefschlag-Kangama? Oder versucht er mich jetzt nur zu täuschen? Mir brennt halt immer noch dieses Mimikyu im Hinterkopf, wisst ihr? Ich versuch's. Ich glaube, da wird jetzt erstmal Mogelhieb machen. Nein, er macht keinen Tiefschlag, keinen Mogelhieb. Es ist ein speziell offensives Kagama. What? Ich wollte es auch mal spielen. Speziell offensives Kangama. Ich bin aber erstaunt, es jetzt hier als Gegner zu sehen. Okay. Ich bin am überlegen, ob ich das Risiko nochmal eingehen sollte, hier mit dieser Attacke oder mit dieser zu verfehlen. Ich setze auf einen Ice Heap. Dass ich da das Ziel hätte verfehlen können mit 10% Wahrscheinlichkeit, ist mir das Risiko einfach nicht wert. Eieieiei. Und jetzt kommt's, Mimikyu, und dann hat er mein Team. Nidoking. Okay. Ich setze dennoch auf einen Eisheap, auch wenn Zenkopfstoß effektiver wäre. Der Eisheap sollte ihm entweder den Rest geben oder so viel Schaden machen, dass Monolgoras auf jeden Fall den Rest erledigen kann. Wenn er einen Fokus gut getragen hätte. So. Bevor ich schnell meinen Satz aussprechen konnte, war die physische Offensive schon durchgebrochen. Das war eiskalt. Hätte Mimikyu mitnehmen müssen. Gegen Mimikyu hätte ich mich kaum verteidigen können. In meinem ganzen Team. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der hat sowieso ein sehr komisches Dragoran, meiner Meinung nach, gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer dieses Dragoran-Set. Mich würde nämlich gerne interessieren, was die letzte Attacke da gewesen wäre. Weil er hat ja Schutzschild, er hatte Wutanfall. Ja, und da hätten mich jetzt die letzten beiden Attacken interessiert. Ob er dann wirklich mit Ruheort noch spielt oder ob das irgendein... Ich weiß nicht. Vielleicht kennt einer in der Richtung ein Set. Das hätte mich schon gerne interessiert. Okay. Ich würde sagen, wir suchen uns ein weiteres Kämpchen. Okay, unser Gegner ist ein
Sehr klassischer Gegner dieses Mal, wie es aussieht, mit Quatsch zu Zeppel Royal, Rotom Bosch, Durengard, ein Glurak und ein Demeteros. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten alle Pokémon von ihm aus dem Overuse stammen. Ich kann mich natürlich auch irren, denn ich habe die derzeitige Overused-Liste nicht so ganz am Kopf, aber die sehen doch alle sehr übergenutzt aus. Okay, ich würde gerne das Sengoate nochmal versuchen auszuspielen. Und ich hätte Lust mit Karadonis eigentlich zu leaden. Es hat einen Eishieb und eine Salkabäre für den darauf folgenden Erstschlag. Würde sich daher sehr gut anbieten. Selbst wenn Demeteros ins Rennen kommen sollte, können wir das auf jeden Fall schon mal ein bisschen punishen. Sengo will ich eigentlich aus Interesse mitnehmen. Lamus eher weniger, weil er einfach zu viele Counter dagegen hätte. Entei wäre auch ganz nett. Demeteros macht mir da halt so einen Quatsch zu. Er countert unser Team relativ hart mit den Picks, die er da gewählt hat. Hat auch ein sehr oder relativ ausbalanciertes Team. Dadurch, dass es halt auch sehr stark klassifizierte Pokémon sind. Ich bin auch mal gespannt, ob der jetzt die standardmäßigen Taktiken spielt oder ob er mich mit irgendetwas überraschen wird. Also Rotom. Rotom entweder mit Wahl-Item oder ja, cool. Hier wird mir angezeigt, dass die Attacke sehr effektiv ist, aber wie jeder weiß, hat Rotom Schwebe. Deswegen ist es eigentlich für die Katz, dass das da steht. Das ist auch ein bisschen irreführend, deswegen könnten Anfänger dann doch mal was Falsches eingeben. Boah, das reicht für den nächsten Hieb, um es zu finishen. Citrobeere. Okay, bist du das Irrlicht, Rotom? Voltwechsel. Ja, 1 KP, Robustzeit, wir überleben. Salkabeere aktiviert sich. Initiative steigt. Rotom kommt zurück. So, wen schickst du jetzt rein? Wenn du kein Pokémon hast mit First Strike, hast du ein kleines Problem. Okay, Demeteros, das wird jetzt ein Rennen zwischen den beiden. Muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt entscheidet der Initiative-Wert. Ich weiß leider von meinem Demeteros den Initiative-Wert leider nicht auswendig. Und daher weiß ich nicht, ob dieser Move reichen wird. Wenn ja, wäre es. Also, wenn diese Initiative verdreifen wird, wenn ja, dann können wir den auf jeden Fall ein Icy reinböllern und das tut Demeteros auf jeden Fall weh. Wenn nicht, kriegen wir jetzt ein Erdbeben in die Fresse und das war's. Bams! Das ist ein physisch-defensives Demeteros. 100 Pro. Tarnsteine. Physisch-defensiv. Okay, Beulenhelm. Nicht gerade sehr originell, mein Freund. Nicht gerade sehr originell. Also, ich meine jetzt allgemein. Schade, dass er halt nur so wenig Schaden bekommen hat, aber halt dadurch, dass es ein physischer Tank ist, plus Bedroher, ist das klar. Wir müssen halt jetzt auf Kopfstoß gehen, weil wir haben nichts anderes, um ihm jetzt direkt gefährlich werden zu können. Deswegen einfach mit voller Karacho drauf. Auch wenn wir jetzt hier so einiges einstecken müssen, dank des Beulenhelms. Tarnsteiner, der möchte nicht mehr, dass ich wechsle. Er hat noch Rotom Wash und wen hat er noch? Glurak. Shiny. Wir sind jetzt auf die Attacke gebunden, weil wir einen Wahlschall tragen. Glurak hält normalerweise sowas nicht aus. Egal welches. Aber wir haben halt auch immer einen gewissen Risikofaktor bei dem Kopfstoß. Da
es ja auch daneben gehen kann. Aber die Wahl auf Glurak? Hat er Angst, dass sein anderes Pokémon das nicht durchhält, also sein Rotom? War vielleicht doch nicht so klug. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es das X-Glurak ist und er mich schnell mit einem Drachen, mit einer Drachenklaue finishen wollte. Er will. Kann natürlich sein, dass er es schafft. Da wir ja ein kleines Problem mit der Genauigkeit hätten. Aber Monaros Rampage! Da geht auch das Glurak down. Und da kommt Rotom ins Spiel. Rotom, sein letztes verbleibendes Pokémon. Wir hätten noch einmal den Kopfstoß zur Verfügung und noch einen Sengo in der Hinterhand. Das Sengo, wie gesagt, gefällt mir nicht, weil es kein Schutzschild kann. Oh, Kampf wurde aufgegeben. Aber gut, ich lasse es jetzt dabei. Ich ändere das Sengo jetzt für den letzten, oder für die Kämpfe jetzt erstmal nicht ab. Klar, Offenlegung ist an sich cool, muss man ganz ehrlich sagen. Und kann auch nochmal Sengo, wenn der Gegner zum Beispiel, also wenn Sengo angreift, der Gegner hat ein Fokusgurt beispielsweise gehabt, kann Sengo dann nochmal schnell einen Airstrike machen und den Gegner finishen. Das ist natürlich eine super Option. Aber man möchte ja mit Sengo in den Giftwahn kommen. Und da ist halt dieser springende Punkt. Kann Sengo einen Treffer wegtanken, um den Giftwahn zu aktivieren oder nicht? Das ist so der Zwiespalt, der sich da dann auftut. Okay, ich würde sagen, wir machen noch ein Kämpfchen. Okay, Freunde, wir haben unseren nächsten Gegner hier gefunden. Wieder ein Quajutsu zu sehen. Sehr interessant, auch wieder ein Rotom zu sehen. Aber zumindest nicht so overtuned wie der andere von eben. Obwohl ich da sagen muss, das Austausch, das missfällt mir wiederum, wenn ich das so sehe. Einfach weil ich Entei nicht spielen könnte wieder. Oder komplett nicht spielen kann. Er hat aber dafür insgesamt 3 Wasser-Pokémon. Insgesamt. Ja. Ein paar Pokémon mehr, die Schwäche Elektro hätten. Ja, das heißt, Caradonis würde hier sehr gerne mitspielen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte mit Monalgoras den Lead machen. Caradonis lieber in der Hinterhand behalten erstmal. Und Lamus würde sich halt nur teilweise anbieten. Teilweise. Eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich musste gerade mir mal die Pokémon nochmal vor Augen führen. Ich habe nämlich erst die physischen Offensiven mir angeguckt. Das geht eigentlich, das kann Lamus verkraften. Aber den Rest dann irgendwie nicht. Metagross ist auch zwar nicht der beste Pick, aber wäre wesentlich gescheiter als alles andere. Na komm, Sengo, wir versuchen es nochmal, wa? So. Achso, ich wollte auch mal eine Sache ansprechen, wo ich da in den Kommentaren drauf aufmerksam gemacht wurde. Bezüglich Seelentau. Ich wusste zu dem Zeitpunkt in dem Video noch nicht mal, dass Seelentau genervt wurde. Und zwar boostet Seelentau ja wirklich nur noch die Psycho- und Drachenattacken von Latias und Latios um 20%. Muss ich aber nebenbei sagen, ist schon ein bisschen krasser Nerf, dass die 50% Stats-Boost komplett weggenommen wurden und dies dann so ausgehandelt wurde. Ich für meinen Teil hätte eher gesagt, weil es bringt Latios nur was. Latias eher weniger, finde ich. Ich hätte eher gesagt, dass entweder dass der Seelentau für Latias den Spezialverteidigungs-Move bufft und für Latios den Spezialangriffs-Move bufft, also deren höchsten Wert buffen tut quasi von den Base-Werten. Oder dass man sagt, anstatt 50% machen wir einfach 20% Stat-Buff, ja? Oder wenn die den 20%igen Stat-Buff nicht haben möchten, kann man das auch nochmal sagen, okay, machen wir halt nur 10%, ja? Aber es ist halt für Latias so ein bisschen bad. Aua! Ein Crit.
willst mich doch wohl veräppeln. Du hast mich jetzt gerade weggekrittet, einfach so. Soll ich Caradonis schon ausspielen? Ich weiß nämlich nicht, ob das dieses Janmega noch irgendwas hat. Ich spiele Senko lieber aus. Itemmäßig. Oh Gott, Senko. Mal gucken, ob es klappt mit dir überhaupt. Caradonis will ich nicht ausspielen. Caradonis ist ein zu guter Counter für sein Team. Aber ich habe das Gefühl, wir werden hart bestraft. Ja, auf jeden Fall werden wir hart bestraft. Oh Gott, ey. Ich schätze nicht, dass das jetzt hier ausreichen wird. Es könnte auch sein, dass er jetzt für den Scanner geht und einfach meine Attacke abwarten will. Das wäre lustig. Um für mich zu trollen. Nee, macht er nicht mal. Und sogar. Der geht auf Luftschnitt. Okay, er hat nichts zu verlieren. Außer vielleicht sein Pokémon hätte ich nämlich mit meinem normalen Angriff angegriffen. Er hätte mit Luftschnitt verfehlt. Aber das ist schon. Echt schon riskant. Gut, also. Janmega hat auf jeden Fall mich überrascht mit dem Crit. Muss man ganz ehrlich sagen, ich muss mal gerade für mich jetzt was nachgucken. Er hat ja da keinen Step drauf. Unser Senko hat einen Angriff von überlebt. Senko hat eine spezielle Verteidigung von 80. So, was hat Monagoras? Eine spezielle Verteidigung. Auch fast 80. Hat mehr HP. Hat aber dafür keinen Step. Das heißt, Monagoras hätte Pi mal Daumen diesen Angriff auch überstehen können. Problemlos. Das heißt also, der Crit war hier sehr entscheidend. Nebenbei, ich greife ihn mit Icy Bun, um einfach seine Elektro-Pokémon nicht gleich vorzuwarnen. So. Robustheit. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Jetzt kommt's. Ja. Das Pokémon, was quasi sein Team sehr gut countern könnte, was jetzt im Angriffsmodus dasteht, kann nicht agieren. Weil er mit Luftschnitt dem passenden Moment seinen Durchbruch kriegt. Er krittet mein Monagoras weg. Obwohl wir gesehen haben, Pi mal Daumen, wenn man das so ausrechnet, Monagoras hat mehr KP als Senko. Ja, das habe ich mit einbezogen. Er hat keinen Step. Das heißt also. Warte mal, ich gebe jetzt erstmal den Kampf auf. Weil ich möchte mein Caradonis nicht dafür noch fallen sehen. Tut mir leid. So. Also, Käfergebrumm hat einen Base-Schaden von, lass mich nicht lügen, 80. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Ich habe nämlich alle Nummern nicht unbedingt immer perfekt auf dem Schirm. Ja, Base-Schaden von 80. Das wird dann per Step auf 120 erhöht. Ist damit gleich auf mit der Kraftreserve. Kraftreserve hat einen Base-Schaden von 60. Wird durch die Schwäche verdoppelt. Und das heißt also, Janmega hätte genauso viel Schaden an Monagoras gemacht wie umgekehrt. Wiederum hätte Monagoras das Janmega one-hitten können. Gehen wir mal von dem Fall aus, dass das Janmega ein Fokusgurt getragen hätte. Einfach mal von dem Fall ausgehen. Hätten wir es zwar nicht besiegt, aber wir hätten Senko gehabt, was mit Offenlegung dieses hätte finishen können. Ja, wäre dann im Giftwahn gewesen. Und hätte eventuell noch ein Pokémon mitnehmen können, außer er hat, keine Ahnung, wen reingeschickt, der uns one-hitten könnte und outspeedet. Was er ja alles, muss man sagen, er hatte das auch zur Verfügung im Set, in seinem Set. Dann hätten wir aber immer noch Caradonis gehabt und hätten schon gewusst, wer unser Gegner ist.
und haben in Karadonis halt wesentlich mehr Spielmöglichkeiten. Wäre ein Quajutsu gekommen, Nahkampf rein, ja, Ende Gelände. Aber gut, das Spiel wollte in diesem Match halt nicht so nett zu uns sein. Leider schade. Ich hätte mich gern gewusst, ob Karadonis das jetzt hätte noch rumreißen können. War eine schöne Situation in dem Moment, aber wir haben halt das Glück im kompletten Kampf nicht auf unserer Seite gehabt. Schade darüber, aber gut. Ich würde sagen, das war's für diesmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon. Seid dabei, bis zum nächsten Mal.